Ei, Seemann, heute erzähle ich dir die wunderbaren Geschichten eines Piratenlebens. Doch sie sind nicht so wunderbar, wie man immer sagt. Sie sind einerseits wunderbar, aber auch nicht so wunderbar. Und sag bloß nicht, ich hab dich nicht gewarnt. Denn die Geschichten eines Piraten sind nicht immer nur von guten Seiten. Mit diesen Worten begrüße ich euch zu meinem Pirates of the Caribbean bzw. Fluch der Karibik LP. Ja. Ich hab euch Captain Jack Sparrow versprochen. Und geiles Fluch der Karibik-Feeling. Nun, mit dem ersten kann ich euch hier mit diesem Game nicht dienen. Jack Sparrow kommt leider nicht vor. Warum läuft die Mucke vor neu? Komisch, egal. Nur weil ich meinen Bildschirm bewegt habe, egal. Jack Sparrow kommt nicht in dem Game vor. Das hier Spiel heißt Sea Dogs 2, also Seehunde 2. Ja, es war in der Mache. Ich glaube, es wurde gecancelt und dann hat Disney das Spiel übernommen. Und ja, dann hieß es halt, wir vermarkten es als Fluch der Karibik. Ja. Ein paar Elemente aus dem ersten Film sind noch drin. Und das Spiel ist einfach geil. Ein geiles RPG. Ich werde es zocken und ich werde euch wie versprochen Captain Jack Sparrow liefern. Aber nicht hier mit dem Hauptspiel, sondern in Form von Mods. Genau. Legen wir jetzt einfach mal los. Spiel wird geladen. Oh. Oh ja, wir sind irgendwo, ich weiß nicht wo. Ja, Governor. Und spricht Malcolm Hatcher. Seid gegrüßt, Kapitän, ich bin euer Bootsmann Malcolm. Ja, ich weiß. Gestern batet ihr mich, euch an einige Dinge zu erinnern, die ihr heute vollbringen wolltet. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit zwischen zwei Dialogen. Wenn ich jetzt den zweiten nehme, ja, ich weiß alles, komm, langweil mich nicht und so, dann werden wir in die Welt einfach so hineingeschmissen, ohne Tutorials, ohne Hilfe. Auch wenn ich das Spiel schon mal durchgezockt habe, ich, so zur Auffrischung der alten Erinnerungen, nehme ich besser das. Oh, wirklich? Na, dann bitte sehr. Zuerst einmal nehmt eure persönliche Ausrüstung. Denkt daran, Säbel, Pistole und Fernglas solltet ihr immer bei euch tragen. Man weiß ja nie, was in solchen Kolonien passieren kann. Und wo ist das Zeug? Euer Säbel ist hier, auf der Truhe. Der Rest ist bei euren Kleidern. Kommt einfach her und ihr seht das Handikon links oben im Bild. Wie ich es immer hasse, wenn Computersteuerung im Spiel erklärt wird. Das ist zum Beispiel bei Harry Potter so. Wie Hermine zu dir sagt, jetzt drück die linke Maustaste, um das zu bewegen. Das ist so behindert. Aber egal. Es bedeutet, dass ihr hier etwas zu tun könnt. Wenn ihr dieses Ikon seht, drückt Enter. Verstehe, langweil mich nicht. Wenn ihr bei einer Kiste oder Truhe steht, erscheint ein kleines Menü. Hey, solche Erklärungen kannst du sparen. So, nun nimmt euer Zeug, Kapitän. Sprecht mich wieder an, wenn ihr soweit seid. In Ordnung, Moment. Ja, wir sind Kapitän. Ja, ich weiß auch nicht mehr als ihr, weil ich Sea Dogs 1 nie gespielt habe, was ich aber schon mal gern tun würde. Und ja, hier liegt unser Säbel. Und wir sehen hier links oben das Hans-Ikon und nehmen es uns einfach. Oh ja, wie geil ich damals solche Grafik fand. Das Spiel war aus dem Jahre 2003. Und ja, das sieht für euch gammelig aus, aber damals war das... Waren das geile Details, was ich jetzt anglupsche. Naja, egal. Wir sollten Säbel nehmen, Fernglas und Pistole. Das machen wir auch. Aha, die Truhe geht nicht. So. Hier ist der Rest. Öffnen. Und yo, hier haben wir 1000 Gold. Das sagt man nicht nein. Nehmen wir alles. Pistole, Fernglas, zwei Heiltränke. Oh ja, solche RPGs liebe ich. Ja, endlich. Ich let's play mein erstes richtiges 2D... Oh Gott, 3D-RPG, genau. Und ja, Menüauswahl, hier haben wir so viele Sachen, die ich schon vergessen habe, wo ich nicht weiß, was sie bringen. Gegenstände, hallo? Was ist los? Okay, ich glaube, wir sollten die Items nur in die Hand nehmen und jetzt erst zu ihm gehen und dann erklärt er uns, wie man es in die Hand nimmt. Wie unständlich. Ja, Governor. Und ja, die haben immer nur einen schulen Standardsatz und dann müssen wir lesen. Ich habe überlegt, es so
fast jeden, den ich kenne, mir mal hilft, hier in dem LP zu synchronisieren. Naja, ich fange jetzt mal allein an. Es ist echt umständlich. Vielleicht meldet sich jemand. Sehr gut. Nun nehmt eure Waffe und das Fernglas in die Hand. Um das zu tun, drückt F2 und wählt dann die Gegenstände aus dem Menü. Wählt dann, was ihr in die Hand nehmen wollt. Ein Moment, du... Mann, genau das, was wir machen wollten. Was du nicht sagst. Gegenstände. Verarsch mich nicht. Nein, komm. Was ist hier los? Ja, das ist so cool, dass das Spiel nicht mitmacht. Ja, komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, Governor. Scheiße. Leute, was für ein behinderter LP-Start. Wir machen nochmal ein neues Spiel. So, wir laufen rum. Zahahaha, kommen wir auf dich zu. Ja, ich weiß. Vielen Dank. In Ordnung. Doch zuvor sollte ich euch daran erinnern, was ihr an Land zu tun habt. Natürlich. Zuerst einmal haben wir Schokolade und Leder nach Oxbay mitgebracht. Wir müssen sie nach dem örtlichen Händler verkaufen. Wenn nötig, werde ich euch hinführen. Das Schiff hat zudem im Sturm Schaden genommen und benötigt Reparaturen. Für die örtliche Werft sollte das kein Problem sein. Auch dahin führe ich euch, wenn ihr wollt. Zudem müssen wir neue Männer anheuern, da uns der Sturm einige gekostet hat. Sprecht hierüber mit dem Gastwirt. Ist das alles? Fast. Euer Fernglas ist recht alt und zerkratzt. Könntet ihr nicht ein neues brauchen? Sicher bieten die Händler in der Stadt welche feil. Welche feil? Danke, lebt wohl. Ja, jetzt sind wir mit dem Schwert ausgerüstet. Und ja, bitte, das Menü ist jetzt auswählbar. Du Bastard! Na, ich weiß, woran es liegt. Das LP ist hiermit beendet, wie gay. Yo, da bin ich wieder, euer Kyle 07. Und das verfickte Inventar ist jetzt auswählbar. Was hat der Kyle gemacht? Ich habe ein neues Spiel gestartet. Ja. Ach du Scheiße, was mache ich? Egal. Jedenfalls, ich bin froh, dass mein LP jetzt nicht umsonst war. Und ja, es geht direkt weiter. Wenn auch nur mit einer kleinen Störung. Und auch in einem kleinen Plumps ins Wasser. Ich gehe zurück an den Start und dann beginnen wir endlich. Das LP, Fluch der Karibik. Okay, lassen wir mal die Situation auf uns ziehen. Wir müssen, ja, wir sind Kapitän und wir haben einiges zu tun, um unser Schiff auf Vordermann zu bringen. Und schaut euch das nochmal an. 2003, ich habe mir damals gesagt, eine bessere Grafik als das kann es doch niemals geben. Weil das war sowas von top damals. Und ja, die Musik ist auch einfach spitze. Geiles Feeling kommt auf. Und ja, Malcolm, ja, ich wollte mich von ihm führen lassen, verdammt. Und wenn wir das auch nicht tun, dann wird uns einiges verwehrt. Aber egal, machen wir es ohne ihn. Er wird uns unnötig ein bisschen aufhalten. Ich glaube, ich kann das meist auch schon selbst. Der erklärt echt zu viel. Und ja, was macht der Kyle? Ich gucke hier mal die Kisten an, weil immer, wenn ich gespielt habe, war hier was. Diesmal leider nicht. Ja, man kann Gegenstände in der Welt finden. Wie wir hier gerade jetzt oben links sehen. Ah, ein Sack. Du findest 100 Gold. Ja, das Geile ist, das Spiel hat Items versteckt, aber das auch noch zufällig. Und auch die Verstecke sind auch zufällig. Also, ich hätte eigentlich einen Heiltrank irgendwo bei den Kisten erwartet. Aber nein, wir haben unter dem Steg Gold gefunden.